We need to find Nathan and take him down. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Life is Strange. Es ist sehr laut hier drin und ein bisschen unübersichtlich, denn die Party ist schon in vollem Gange. Ich glaube, wir können jetzt mit... I will get revenge for Kate and Rachel. If it's the last thing I do. Ich glaube, wir können jetzt mit relativ vielen Leuten reden und wir müssen natürlich Chloe finden und Nathan. Okay, guck mal. So nice to chat up another anime geek. Oh yes, I'm a multi-purpose geek. You are. That's what I like. I'm glad I talked Daniel into coming. Just to see him flirt with Brooke. I like science. Hi, Daniel. Hi. Yes, Max makes an entrance. I only came to the party because of you. I'm glad to see you out and about. By the way, have you seen Nathan Prescott tonight? No, I've been hanging with Brooke since I got here. Max, are you okay? Your face looks so serious. I know. I'm not in party mode tonight. You look like you're on a secret mission. This is where it's going to end. For Rachel's sake. Oh, Max, you need a black whale break. I'm taking Brooke to a Miyazaki show in Portland. If you want to come along, the more the merrier. Thanks, Daniel. I have to stay on my mission now. I hope you stay on yours and become a great artist. Well, I'll be celebrating someday in a museum, Max. Adios. Das glaube ich wirklich. Are Daniel and Brooke flirting? Right on. Hello, Brooke. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub. And his club. Sie war, glaube ich, jetzt auch diejenige gerade am Eingang, oder? Sie macht das hier, glaube ich, nicht freiwillig, sondern weil sie bezahlt wird. You're not the only one. Maybe this party will be the end of the Vortex Club. But now I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? No, I was talking to Daniel. He asked me to go with him to the Portland Art Museum this weekend. Oh, that's so sweet. I bet Daniel will be a great museum guy. I'm more into science than art, but what kind of a selfish fangirl would miss a Miyazaki exhibition? You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Wenn Check du wüsstest. To see if you can fly. Wenn du wüsstest. Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. No one seems to know where Nathan is. Is he hiding or something? Energy drinks, soda, energy drinks. I know somebody has the booze. Yeah, locker. There's Courtney drinking alone, without Taylor or Victoria. I wonder why. I'd pay money to see Warren kicking Nathan's ass. I just wish someone would kick Nathan's ass. Oh nein, schon wieder die falsche Taste. Es tut mir leid. No, nein, das werde ich nicht zulassen, ihr Arschlöcher. Bitteschön. Habe ich gerne getan. So kann ich mit dir reden. Wer bist du überhaupt? Luke, I almost didn't see you.
Max, you're the only person I don't mind seeing right now. Aww. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? I want to make sure he's not gonna do anything tonight. Like what happened to Kate. I have dreams that somebody finally kicks his ass one day. Luke, sometimes dreams come true. Oh yeah. Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. That'll be hard to do when the Prescotts own the town and the Vortex Club. I call it the Vortex Cult. Look at this crap. Dress code? VIP section? Elitist bullshit. Preach it, brother Luke. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you for helping Kate and for keeping it real. Peace out. Okay, den habe ich gemocht. Der war ganz cool. Warum? Bigfoot on Otter action. Yeah. Sehr erwachsen. Okay, mit Alyssa können wir noch reden. Look at Alyssa shake that booty. I'm surprised to see you here. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section, like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Okay, immer noch keine Spur von Nathan. Als ob der mich jetzt da reinlässt. What would a shitty party be without glow sticks? I'm so not impressed by this VIP crowd. Yes, you do suck. Why isn't Courtney guarding the list for the VIP section? Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay. I don't give a shit about being a member. I just want to talk Victoria to Nathan. Victoria specifically told me not to let you in. Nice try. Too bad you're not a member. Listen! No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Kann ich mit Courtney reden jetzt? Was? Okay. Courtney steht da drüben noch rum. Wieso macht sie es nicht? Hey, Courtney. How are you? What is Max Caulfield doing at a Vortex Club party? It really must be the end of the world. Get it? But seriously, like, what do you want? What do you want? I didn't want to be alone tonight after this week, so I thought it'd be nice to hang out in the VIP section. Yes, it is very nice. If you're in the Vortex Club, which you're not, and will never be, so excuse me. Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich die allesamt hasse? Great plan, Max. Time to find another way into the VIP section. Als ob ich das nicht hinkriegen würde. Hey. Verpiss dich, Dude. Hi. Not anymore. If I get sick now, I can drink more later. Apparently, Blackwell has a severe toilet paper fetish. Oh, ich glaube, Justin ist ein bisschen betrunken. Justin's just a little buzzed. Ein bisschen. Yo, maximum overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? You look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? Besides, Dana is here. Just not with me. So yes, this party sucks.
You're obviously not cool with Trevor dating Dana. I try to front like I was. When I saw them together, he came over to cry like a little bitch. No, it's more like somebody who's in pain. I'm sorry, Justin, but you're a cool, considerate guy, and you're gonna find somebody just as cool, just minus the drama. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense, and your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? Bye, danke. No, I'm cool, Justin, and I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. Okay, wen haben wir denn hier noch so? Okay, die stehen an. Die pissen hier einfach nur rum. Voll ekelhaft. Jo. Der geht noch. Was ist mit ihm hier los? Kill the Prescotts, ja genau. BH? Oh, gross. How did this even get here? Washed already? Yes, you've been vomiting for like an hour. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. Good night, sweet prince. Okay, ja, alles klar. Die lassen wir da mal sein. Okay, hier geht ja nicht wirklich viel ab. Ich habe gedacht, wir haben da jetzt irgendwie eine Möglichkeit, in den VIP-Bereich zu kommen. Ich habe aber eine andere Idee, wie wir vielleicht da hinkommen können. Vielleicht. Ich lauf mal ein bisschen schneller, Max. Boah, ist das hier laut, ey. Ich hasse Partys, ne? Entschuldigung. I could push this out of the way and officially crash the VIP section. Alles klar. Oh! Whoa, whoa, what the fuck is going on? Sorry. Okay, whoa, who stopped the music, okay? DJ, what the fuck? Ihr Gesicht. Okay. So, ja, sorry. Ich mach ja schon. Mann, keinen Grund, gleich hier auszurasten, okay? So. Ging doch ganz gut. So. Und wer ist jetzt im VIP-Bereich? Bitches. Oh, sorry. Entschuldigung. Das ist ein böses Wort. Das darf man eigentlich nicht sagen, okay? Oh, was ist denn hier los? Hilfe! Ich habe eine Nachricht von Kate. Vielen Dank für deinen Besuch, Max. Du hast mein Herz leichter gemacht. Kate, ich war so glücklich, wieder dein Lächeln zu sehen. Du bedeutest mir so viel, genau wie vielen anderen hier. Ich muss los, aber ich wollte dir noch viel Spaß im Kino mit Bon wünschen. Er ist so lieb und hat mir Schulbücher gebracht, die ich brauchte. Drück ihn von mir. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Wir können uns hier... Ach ja, warum nicht? Someone's gonna see us. Kate almost dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. That's Victoria. That tornado came right now. I would just sit here and watch for a while. But I have to make sure Chloe doesn't go on her own rampage. Was ist mit der los? I hate feeling this way. Dark and angry. Ich habe Chloe noch nirgends gesehen. Wo ist sie denn? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sie irgendwas Dummes tut. Okay, komm, Max, steh mal auf. Wir haben hier wichtige Dinge zu erledigen. Yourself.
The Vortex Club actually hired DJ Dude for the party. I feel selfish going to a party after this week. So Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful so he doesn't pull any revenge porn or something. Ew. Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on a loop. What'd you do? You dance worse than my dad. Yes, but can we do this? No more balls. Okay, bust a move. Trevor too. I love that Trevor doesn't care how goofy he dances in the VIP section. I'm glad Dana ended up with Trevor. Yay, Max! I can't believe you showed up. Why didn't you tell me? We could have dressed up together. As you can tell by my outfit, I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? Hell no, I've been dancing with Trevor. Come on and dance with us. Look at Trevor trying to bust a move. You guys look really happy together. I think we are. He's so different than Logan. We actually talk about life. And he knows how to be safe. I hear you, Dana. But I want you to avoid Nathan if you see him, okay? I will if I want to have fun. I still feel sorry for him. He needs help, but not from his family. What do you know about his dad, Sean Prescott? Rich. And rich. And a dickhead, according to Nathan. The Prescotts can't buy a happy family or a happy club. Sounds like you're ready for a change. I don't need any club to be cool or have friends. Look at you. Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends. No drama. That sounds like a plan, Dana. I'm glad Trevor is with you tonight. Thanks. The boy cannot dance, though. Look at that. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? But we'll see. Ganz ehrlich. Victoria, your picture so has to win. Ach, halt die Fresse. Ganz ehrlich, Victoria ist scheiße, aber trotzdem denke ich, dass wir sie warnen sollten, oder? Here's the queen bee. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry. I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. And after I apologized to you the other day. Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. I blame Nathan for dosing Kate, but nobody at that party even cared she was so wasted. It's a fucking party. Everybody is wasted. What do you want from me? Some humanity, Victoria. You're the one who got suspended, Max. And I'm the only person here who cares what Nathan is going through. So I'm not the only problem child here. This is bigger than a problem child. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. You have talent, Victoria. You don't have to push people out of your way. You don't understand. My parents own a gallery. I know how this art game has to be played. It's brutal. No, it's art. You don't have to play their way. Mr. Jefferson doesn't talk that way, and he's famous. On point, Max. Thanks for admitting again that I have some talent. Not that I think I always do. I don't either, but that's the choice you make. Hard to believe, but I don't always make the best choices. Do you think it's like fate we're not supposed to be friends? Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's gonna happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. Okay. Wir können sie jetzt entweder warnen oder sie nicht warnen.
von Nathan oder wem auch immer diese Dunkelkammer gehört, ganz ehrlich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob es überhaupt Nathan ist. Aber, fuck. Ich meine, ich kann sie nicht ausstehen, aber wir haben sie jetzt schon ein paar Mal echt nett erlebt. Sie hat sich bei uns entschuldigt, sie hat Danke gesagt und, ne? Ich will sie nicht ihrem Schicksal überlassen und sie im Dunkeln lassen. Ha, im Dunkeln. Habt ihr verstanden? Oh Gott. Komm, wir warnen sie. Victoria, listen to me. Your life is in serious danger. I know Nathan is your friend, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so he could take her someplace dark. What? Nice try, Max. But I don't believe you. And why would he do that? That I don't know yet. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're Kleine. Not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not, but you have to believe me. You could have been a major bitch to me when I got hit with that paint, and I deserved it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Weird, but cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit what anybody thinks, and I do. To be honest, Nathan has been freaking me out lately. He's not here, oh, danke. And I haven't seen him. Just make sure you stay away from him. And stick close to your friends tonight, okay? I let you boss me around this one time. And I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me this, Max. If what you said is true, then you be careful too. I've got my own protection. Text me if you need anything. I will. Thanks, Victoria. Au revoir. Ich glaube, sie ist kein schlechter Mensch. Chloe! Okay, wir reden mal noch mit den... Maybe there's hope yet for Victoria and me. I'm glad I warned her. I hope she's okay. So the Vortex VIPs get real alcohol at their underage bar. That son of a bitch is not here. Where are you, Nathan? I better get Chloe. Okay, ich werde noch mit denen reden, mit denen ich hier reden kann. Dann werde ich zu Chloe gehen. A bomb. Give me a break. Okay, wir können mit ihr sprechen. Oh, mit ihm, Entschuldigung. Up in the sky, it's Super Max here to save the party. Have you seen Nathan? I just vaped some dank OG buds, so I can barely see you. Or are these hotties next to me? You want a hit? Nein. No thanks. Come on. I would kill to see you baked. Get that stick out of your ass. You need to get high more than anybody I know. Ach, fick dich doch. So, has anybody here seen Nathan? I guess you have to go ask everybody here. Or you can sit down and take a quick hit. What about Victoria? Go ask her yourself. I would, but like I said, I'm fucking wrecked. Maybe you better take it easy tonight. Whatever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Gee, thanks, Mr. Madsen. How much fun did Kate have at your last party? Listen, Hayden. Just watch out for Nathan tonight. I think that's your job, Max. Come back when you're ready. Ach, leck mich doch. Du bist scheiße. Was ist mit der los? She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns it. Kann ich ihr helfen? Sie liegt ein. Ist das ein ich hoffe, es ist ein Bikini und nicht ihre Unterwäsche. So, wir können noch mit Taylor. Taylor really shows her Vortex Club spirit. Max, look at you go, girl.
Taylor, have you seen Nathan yet? No, that's fine by me. He's been getting, like, too buggy and kind of scary. Victoria might know. How has Nathan been scary? I've always thought he was a creeper. Fun, but you can tell he doesn't give a shit about anybody. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max. I'm, like, far from home at a great school. I want to learn things, make friends, and party. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far. Why did you come tonight? Membership dues? Don't laugh, but I had a weird vibe this might actually be the last Vortex Club party. End of the world, right? I do have to go now. Look out for yourself, Taylor. And give my best to your mom. Oh, thanks, Max. She's doing great after her surgery. I'm glad to know you're looking out for us, too. So, Chloe. Sauerstoffflasche? Was ist denn hier los? There you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the lockers. Taylor. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Irgendwas. Mein Gefühl sagt mir, der hat irgendwas damit zu tun. Ich vertraue dem Typen nicht. Okay, everybody calm down. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Oh mein Gott! Jetzt hättest du es nicht schon gewusst. Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria. Och, halt's Maul, ey. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. No. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Okay, Nathan ist nicht auf seiner eigenen Party. Das ist seltsam, ein bisschen. Oh Christ, Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Der doppelte Mond. Der langsam verschwindet. Also war es doch Nathan, der die Beweise vernichten will? Stop stomping around, Chloe! Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. So
Okay, es ist gerade echt ein bisschen creepy. Oh. Chloe, you have to be quiet. We could die, okay? Oh, Gott. God, I want to fucking kill that little psycho. Hey, I can't focus if you're yelling. Please. Du hast gehört? Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ich muss aufs Klo. Oh Gott. Oh Gott, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, no. What the fuck? Nein! Nein! Was zur Hölle? Chloe. Was? Nein, tut mir das bitte nicht an. Zum Fuck. Ich hab's gewusst. Oh. Ich hab's gewusst. Du Arschloch, du elendes, verfucktes. Ich hab es so gewusst. Hat er irgendwas mit Nathan gemacht? Weil anscheinend war ja diese Nachricht jetzt gerade nicht von Nathan, sondern von Jefferson. Oh Gott, hat er ihn... Der hat nicht ernsthaft jetzt Chloe umgebracht. Mit einem Kopfschuss. Und ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Ich hab's so gewusst. Ich hab gewusst, das kann... Das kam mir schon so komisch vor mit der Dunkelkammer. Das war einfach nicht... Mit diesem Fotoshoot-Zeug da mit... Nee, das... Nathan ist ja überhaupt gar nicht in Fotografie. Also, der ist ja überhaupt nicht interessiert in sowas. Und wieso sollte er jetzt plötzlich so geheimes... hier diese Dunkelkammer auf einmal haben? Das... Und ich wusste es. Ich habe gedacht, dieser Jefferson, der ist einfach so... Ich habe den nie vertraut. Und als wir in dieser Dunkelkammer waren, da habe ich ja wirklich das Gefühl gehabt, der hat damit irgendwas zu tun. Er ist ja derjenige, der sich für Fotografie interessiert, der dafür berühmt ist. Ne? Und mit diesen ganzen Bildern da an den Wänden und diese Ordner und... Oh, nee. Ich wusste es. Hätten wir das jetzt hier irgendwie verhindern können, dass wir die Spritze bekommen und dass Chloe erschossen wird, hätten wir das irgendwie jetzt verhindern können? Fuck. Scheiße. Ich will nicht, dass Chloe stirbt. Können wir das nochmal irgendwie zurückdrehen? Oh, ich hoffe, ey. Was ein elendes Po-Gesicht. Entschuldigung. Was ich mich jetzt aber frage, hat er mit allem etwas zu tun?
war er es eigentlich derjenige, der Kate Drogen verabreicht hat und nicht Nathan. Wir haben die ganze Zeit nur Nathan im Visier gehabt wegen eben dem Vortex Club, weil er da der Anführer sozusagen ist und weil er so halt sowieso so komisch ist und aggressiv und alles. Aber könnte es sein, dass wirklich Jefferson von vornherein ist ja schon so lange auf Black bei Blackwell Lehrer, dass er dafür eigentlich verantwortlich sein könnte? Hat er Kate Drogen verabreicht, dass er eben diese Bilder von ihr machen kann? Ey, ich glaub's nicht. Und war er es mit Rachel auch? Hat er Rachel umgebracht? Ist er vielleicht auch dieser ominöse ältere Mann, in den sie sich verliebt hat? War es vielleicht gar nicht Frank? Gott, so viele Fragen, Leute. Ich habe erst 36 Minuten gespielt. Ich muss jetzt Episode 5 anfangen, ne? Das wisst ihr schon. Ich muss das jetzt weitermachen. Weil ich bin ja jetzt in Vorproduktion. Deswegen kann ich hier auch ruhig mal ein bisschen länger spielen. Ich kann das jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Das war ja jetzt mal voll der Cliffhanger. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss jetzt weiterspielen. Es geht nicht anders. Gott. Life is Strange hat immer so extrem lange Abspanne. Das, ja. Ich weiß halt nie, was ich so lange sagen soll oder erzählen soll. Ich weiß, viele von euch kennen das Spiel schon. Wahrscheinlich von anderen YouTubern. Vielleicht habt ihr es auch selbst schon durchgespielt. Aber mich würde wirklich mal interessieren, habt ihr von Anfang an irgendwie Jefferson vielleicht schon in Verdacht gehabt? Oder habt ihr Nathan die ganze Zeit für schuldig gehalten? So wie ich, ehrlich gesagt, bis jetzt eben zu meiner letzten Aufnahme mit der Dunkelkammer, wo ich so ein bisschen ins Straucheln gekommen bin. Mich würde mal interessieren, was ihr davon alles haltet, also was eure, was ihr davon haltet, was eure Vermutungen sind. Okay, das war jetzt Kapitel 4, ne? Das heißt, wir kommen jetzt zum letzten Kapitel von dem Spiel. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch passiert. Ah, scheiße. Dann ist gar nicht... Ja, ich weiß jetzt nicht. Sind wir ihm jetzt ein bisschen in die Quere gekommen? Wäre Victoria einfach eigentlich sein nächstes Opfer gewesen? Und, vielleicht hat er auch jetzt irgendwie mitgekriegt, dass wir ihm irgendwie ein bisschen auf der Spur sind. Und er hat irgendwie Schiss gekriegt und jetzt sind wir es halt. Fuck. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Episode 4. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich diese ersten 40 Minuten jetzt vielleicht werde ich hier einen Cut machen, vielleicht mache ich die Folge ein bisschen länger als Ende von Kapitel 4 so, ne? Und vielleicht werde ich hier auch einen Cliffhanger machen, man weiß es nicht, ne? Genauso wie das Spiel auch. Thanks for crying. Ja, danke. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich, als wir Rachels Leiche gefunden haben, habe ich echt ein bisschen Tränen in die Augen gekriegt. Das war echt... Okay, bevor wir jetzt weiterspielen, schauen wir uns natürlich hier die Ergebnisse an. Wir und 47% der Leute haben Chloes Bitte angenommen. Den Monitor, also hier die Monitore abzuschalten. Wir haben Warren davon abgehalten, Nathan zusammenzuschlagen. 40% haben Nathan zusammenschlagen lassen. Oh, okay, wir hätten da tatsächlich Chloe Frank töten lassen können. Wirklich? Das ist ja echt hart. Nee, ich wollte den nicht umbringen. Nein. Okay, und Victoria hat unsere Warnung ernst genommen. Ja, toll. Das hat uns jetzt aber nicht wirklich viel gebracht, ne? So.
Du hast den Blauhäher gerettet. Du hast das Vogelnest nicht angetastet. Was für ein Vogelnest? Du bist auf andere Art an Davids Akten gekommen. Wir hätten auch Davids Code finden können, okay. Kate hat dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. Du hast Daniel überzeugt, zur Vortex Club Party zu gehen. Du hast keine Nachricht auf Warrens Tafel hinterlassen. Oh, das hätte ich gerne gemacht. Du hast Nathans PIN geknackt. Oh, ja, nicht viele haben das anscheinend gekriegt. Gut, ich habe auch gecheatet, ne? Ich habe halt im Internet nachgeguckt, weil ich darauf ehrlich gesagt auch nicht gekommen wäre. Und wir haben Elissa geholfen. Du elender Wichser. Gott, war das gerade laut. So, ich werde mal kurz hier jetzt einen kleinen Cut machen und dann geht's weiter mit Episode 5 und dem Finale eventuell. Bis gleich. Ja.